Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren! Die CDU fordert in ihrem Antrag flexiblere Lösungen, um den Lehrkräftemangel an Berufskollegs, insbesondere in technischen Fächern, abzubauen. Und grundsätzlich befürworten wir diesen Ansatz, denn Handlungsbedarf bei der Gewinnung von Lehrkräften in Mangelfächern ist tatsächlich gegeben. Leider besteht dieser Handlungsbedarf schon sehr lange und war letztlich Grund für die Landesregierung, im Jahr 2012 das im Antrag der CDU erwähnte Fünf-Punkte-Programm aufzulegen. Mindestens einer der dort aufgeführten Punkte, nämlich die, Zitat, Reaktivierung gerade aus dem Schuldienst ausgeschiedener Lehrkräfte, war aber damals schon auf berechtigte Kritik gestoßen. Und daher ist es sicherlich richtig, diesen und die anderen vier Punkte des Programms auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Allerdings habe ich auch bei mindestens einem der jetzt von den Kolleginnen vorgeschlagenen Punkte, nämlich Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen ohne Hochschulabschluss zu erlauben, Unterricht an Berufskollegs zu erteilen, Bauchschmerzen. Wenn man sich dann vor Augen führt, dass die GEW im Jahr 2012 ebenfalls aus Anlass des Fünf-Punkte-Programms völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die, Zitat, Hiobsbotschaft des Lehrermangels alle Jahre wieder in schöner Regelmäßigkeit aus dem Ministerium erschalle, dann sollten wir uns vielleicht Gedanken darüber machen, wie wir generell die Arbeit an den Berufskollegs so attraktiv für Lehrkräfte machen können, dass wir nicht alle paar Jahre ein neues Notprogramm auflegen müssen. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns im Ausschuss dieser Problematik über den Antrag der CDU hinaus konstruktiv widmen würden. Soweit es den Antrag der FDP betrifft, teilen wir selbstverständlich die Forderung der FDP, den Abbau von 229 Stellen im Jahr 2015 zu stoppen. Denn auch wir haben große Schwierigkeiten zu erkennen, dass die bisherigen Aktivitäten der Landesregierung eine solche Stellenstreichung rechtfertigen und sehen ebenso wenig wie die Kolleginnen und Kollegen von der FDP auch nur annähernd ausreichend Belege für ein erfolgreiches Wirken ihrer, Zitat, vorbeugenden Präventionspolitik. Gerade auch vor dem Hintergrund des eben zum Antrag der CDU Gesagten sollte es doch unser aller Ziel sein, die Berufskollegs eher zu stärken als zu schwächen. Und wie dies mit dem Abbau von Stellen in Einklang zu bringen ist, erschließt sich uns auch trotz des von der Landesregierung immer wieder gerne vorgetragenen Mantras Präventionsrendite nicht. Leider erschließt sich uns dann aber auch die von der FDP vorgenommene Kopplung von Lehrerstellenerhalt und dem Abbau von Personalräten nicht. Denn natürlich ist der Verzicht auf den Abbau der Lehrerstellen an den Berufskollegs absolut wünschenswert, aber ebenso wichtig ist für uns eine funktionierende Mitbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dies gilt selbstverständlich auch für die Personalvertretungen von Lehrerinnen und Lehrern und der anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die völlig zu Recht von der Landesregierung im Jahr 2011 erfolgte Rückgängigmachung der zuvor von der schwarz-gelben Regierung durchgeführten Streichungen bei der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst jetzt wieder zurückzunehmen, wäre daher der völlig falsche Weg. Wir lehnen daher den Antrag der FDP ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wodlewski.